Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wie bereits im Vlog angesprochen, werde ich das 3D-Remake von Final Fantasy 3 spielen. Und ihr habt das Intro ja schon gesehen, war ja total Final Fantasy typisch eigentlich. Ganz nett gemacht für 2014, finde ich. Das Spiel hält sich leider nicht an dieser Grafik. Es handelt sich hier um eine Portierung vom Nintendo DS, glaube ich, welches wiederum auf der Android-Version basiert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Trotzdem, das Spiel ist ein richtiges, schönes Oldschool-Final Fantasy. Vielleicht nicht ganz so opulent, wie das die neueren Teile sind. Ab Final Fantasy 4 ging es dann ja richtig los, was Story und Größe der Spielwelt und so weiter betrifft. Sprich, es wurde ab dann etwas komplexer. Final Fantasy ist so ziemlich das letzte dieser richtigen Oldschool Final Fantasies, wie gesagt. Also 1, 2 und eben 3 hier. Aber, wie gesagt, das 3D-Remake, nicht die Pixel-Remaster-Version. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt, liegt mir also deutlich besser als Secret of Evermore, aber sprechen wir nicht mal davon. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Oh, der Arme. Autsch! Ich habe das Loch dort gar nicht gesehen. Wo bin ich da hingeraten? So, unser erster Charakter. Ein Waisenjunge, der bei Nina und dem ältesten Topapa im Dorf Ur aufwuchs. Seine Neugier und Abenteuerlust lassen ihn in ein Loch fallen, das sich bei dem riesigen Erdbeben auftat. Ja, von dem Erdbeben haben wir jetzt gar nichts mitgekriegt, aber gut, war halt so, ne? Er ist jetzt durch das Loch gefallen, deswegen. Name Lunet, der Default-Name sozusagen, den wollen wir auch gleich behalten. Ich könnte den jetzt auch Lutz oder Peter oder Kasimir nennen, aber lassen das mal bei Lunet. Ne, ganz, ja, so wie es sein soll. Und Ende. So, wir steigen ins Spiel ein. In dieser gruseligen Höhle. Oh, und unser erster Gegner. Die sind wirklich einfach, das sind Goblins, nicht sehr schwer. Ihr seht hier alle Optionen, wie man sie auch von, oder Kampfoptionen, wie man sie auch von Final Fantasy kennt. Zumindest von den älteren. Bei diesen schwächeren Gegnern hilft es eigentlich jetzt, oder ist es eigentlich das Mittel der Wahl, jetzt noch Angriff zu gehen. Dann sind die alle eigentlich relativ schnell platt gemacht. Ja, und einen noch. Genau, das war's. Unser erster Kampf gewonnen. Juhu! 30 Gil, die Standardwährung von Final Fantasy, wie jeder Final Fantasy-Fan weiß. Und 3 Erfahrungspunkte, nicht so schlecht. Naja, das ist nicht so schlecht. Total blöd eigentlich, aber wir haben überlebt. Waren das Monster? Wieso habe ich bloß das Gefühl, dass es hier nicht sicher ist? Tja, das werden wir schon noch früh genug erfahren. Hier ist noch nichts. Mit den Monstern und den Kämpfen werde ich es so machen, dass ich versuche, euch alle Monster innerhalb eines Gebietes zu zeigen. Und dann werde ich bis zu einem bestimmten Level grinden, weil das Spiel ist halt doch recht grindlastig und ich will jetzt nicht euch das zumuten, ja, dass die Folgen hier eigentlich nur durch Kämpfe sich auszeichnen. Ja, von daher, ich zeige euch alle Gegner, soweit ich das hinkriege und weiß, dass die hier vorkommen. Und dann pausiere ich das Video kurz, grinde kurz im Off und ja, dann sehen wir uns wieder. Aber gehen wir erstmal weiter. Denn hier haben wir schon die ersten Truhen. Ein Lederschild, das können wir auch gleich mal ausrüsten. Hier mit dem Punkt Rüsten. Auf Lunet. Er nimmt es in die linke Hand, in der rechten hat er ein Messer und trägt eine Weste. Das wird sich aber auch bald bessern. Und hier equippen wir mal das Lederschild. Na, und wir sehen, die Abwehr ist eben oben rechts auf 3 gestiegen von 1. Gut, weiter geht's. Nächste Truhe, nächster Gegner. Ich glaube, in diesem Abschnitt kommen wirklich nur Goblins vor. Und die sind, wie gesagt, relativ leicht. Oder sehr leicht. So, meine Berufsstufe ist gestiegen. Final Fantasy 3 ist das erste Spiel, was die sogenannten
Berufe hier einführt. Die Option können wir noch nicht wählen. Im Moment, ich gehe mal hier auf Status von Lunet, sehen wir hier oben rechts, ich kann jetzt leider meinen Mauszeiger nicht dorthin bewegen, ich habe das nämlich ausgeschaltet, weil sonst ist er irgendwie immer im Weg. Also im oberen rechten Drittel, neben den Lebenspunkten, 25 von 32, rechts daneben, wir sind ein Freiberufler. Mit dieser Klasse startet hier jeder Charakter. Freiberufler können alles ein wenig, aber nichts perfekt. Bei weitem nicht perfekt. Sie können auch Weiß- und Schwarzmagie wirken. Allerdings da auch, glaube ich, nur bis Stufe 2 oder 3. Auf jeden Fall nicht. Sie können auf jeden Fall nicht in die höheren Stufen vordringen. Deshalb empfehle ich eigentlich, den Freiberufler so schnell wie möglich zu wechseln in einen anderen Beruf. Aber das ist lange noch nicht möglich. Das werde ich euch zeigen, wenn es soweit ist. Da müssen wir erstmal in der Story etwas fortschreiten. So, die nächste Truhe geöffnet. Ein Potion, damit können wir Lebenspunkte heilen. Das weiß auch jeder Final Fantasy Fan. Dieser Felsen sieht merkwürdig aus. Drücke LB, um den Bildschirm gründlich zu betrachten. Genau, ein weiteres Feature dieses Spiels. Drücke ich jetzt hier auf LB. Zoomt es etwas heran. Wir sehen, da funkelt was beim Felsen. Und wenn wir jetzt mit dem Felsen interagieren, öffnet sich wie hier zauberhand diese Wand. Lunet kann es kaum fassen hier. Und wir können weiter. Ja, noch ein paar Goblins geschlachtet hier. Genau. So, noch diese Truhe mitgenommen. Ein Langschwert, das ist sehr gut, das können wir gut gebrauchen. Doch weitaus besser als unser Messer. Angriff steigt von 8 auf 10. So. Und damit sind wir eigentlich für diesen Dungeon schon ganz gut gewappnet. So. Jetzt sollten hier eigentlich auch langsam mal andere Gegner kommen. Wandern mal ein bisschen umher hier. Da hinten ist auch noch eine Truhe zu sehen gewesen. Genau. Es handelt sich hier um einen Karbunkel und eine Todesblume. Die sind aber auch nicht wirklich stark. Ich glaube, die Todesblume kann Schlaf machen. Ich weiß es aber wirklich nicht genau. Kann mich auch täuschen. Genau. So, nächste Truhe. Noch ein Potion. Alles schön abgrasend. Hier immer nach Truhen. Ein Antarktiswind. Das ist auch ein sehr mächtiges Item. Empfiehlt sich wirklich, die aufzusparen. Die erteilen massiven Kälteschaden. Also wichtig, wenn man Bosse bekämpft und so weiter, ne? Oder schwerere Kämpfe. Es gibt hier übrigens auch einen Superboss, einen optionalen Dungeon. Es ist nicht wirklich ein Dungeon, sondern mehr so eine kleinere Gegend. Ich habe den schon mal geschafft. Ich bin mir aber nicht sicher, mit was für einer Party das war. Der ist relativ schwer und happig. Das eigentliche Spiel ist nicht so schwer, wenn man immer fleißig grindet und levelt. Aber da kommt es wirklich darauf an, welche Berufe man ihm dann entgegensetzt, diesen Supergegner. So, und wir haben unsere erste Stufe erreicht. Nicht die Berufsstufe, wie eben gezeigt, sondern die ganz herkömmliche Spielstufe. Und sind jetzt auf 2. Und auch unsere Berufsstufe ist gestiegen. Sehr gut. Ihr seht, da trennt das Spiel also auch nochmal. So, die Kiste nehmen wir auch nochmal mit. Ebenso wie die hier. So, ist auch gar nicht schlimm, wir brauchen unsere Potions jetzt auch alle nicht zu verpulvern, weil eine Quelle, so seltsame Farben. Wir erhalten, wenn wir diese Quelle nutzen, tada, immer unsere LP und MP wieder. Also das ist ganz praktisch jetzt, wenn man etwas grinden möchte. Einen Gegner gibt's hier noch. Genau, hier dieses blaue Kügelchen da. Das blaue Irrlicht. Etwas besser, aber auch nicht wirklich schwer. Okay. So, und jetzt würde ich sagen, ich grinde jetzt mal. Ich würde sagen, bis Level 4, dann sind wir eigentlich safe für den ersten Boss. Und
mach das kurz im Off, wie gesagt. Und wenn ich wieder da bin, treffen wir uns hier vor dieser ominösen Holztür wieder, die komischerweise den Zahn der Zeit überlebt hat. Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, ich bin jetzt Level 4. Hab ein bisschen gegrindet. Berufsstufe ist auch ziemlich gestiegen. Freiberufler Stufe 11. Also da steigt man wirklich rasant. Mit jeder gestiegenen Berufsstufe machen wir auch ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. So war das. Auf jeden Fall, wie gesagt, Freiberufler nicht unbedingt für ein dauerhaftes Spiel zu empfehlen. Aber zum Anfang fährt man damit ganz gut. So, schreiten wir mal durch die ominöse Holztür hier. Oh, ominöse Musik. Mysteriös. Ja, geh weiter, Lunet. Was ist das? Eine grässliche Kreatur, greift Lunet an. Ja, und wir werden sehen. Er ist wirklich nicht die hübscheste Kreatur. Wie gesagt, oh, ich habe noch den Autokampf an. Sollte man ausstellen. Aber obwohl wir brauchen hier bei dieser Landschildkröte, heißt sie, glaube ich, ja genau, sowieso mal angreifen. Ja, wie gesagt, das sieht doch alles noch etwas DS-mäßig aus. Ist halt ein direkter Port. Aber wie gesagt, mir hat das trotzdem ganz gut gefallen. So. Wir brauchen hier auch immer eine Munter draufkloppen. Die nimmt uns zwar immer ein paar Lebenspunkte ab hier, aber wir sollten eigentlich genug HP haben, um diesen Kampf erfolgreich zu bestreiten und müssten auch gar nicht heilen, soweit ich mich entsinne. Ja, zwei, drei Treffer, dann sollten sie eigentlich auch platt sein. Oder jetzt schon. Sehr gut. Und sie gibt uns immerhin 500 Gil, von Anfang nicht schlecht. 20 Erfahrungspunkte, ja. Berufsstufe, okay, nehmen wir noch gerne mit. Du wurdest auserwählt. Wer ist da? Wer bist du? Krieger aus dem Land der Dunkelheit. Du wurdest auserwählt, Bringer der Hoffnung. Aha, der Kristall spricht zu uns. Dieser Kristall spricht mit mir? Die Dunkelheit droht, die Welt zu verschlingen. Wenn das Licht einmal verloren ist, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Was redest du da? Du musst sie finden. Diejenigen, deren Schicksal mit deinem verbunden ist. Wenn du sie ausfindig gemacht hast, werdet ihr unser letztes Licht, unsere letzte Hoffnung erhalten. Nun geh. Was? Moment mal, das verstehe ich nicht. Ja, so schwer war es jetzt nicht zu verstehen. Wir sind auserwählt und sollen mit drei anderen die Welt retten, die auch auserwählt sind. Also gut. Ja, ihr seht schon, klassische Geschichte. Und wir landen erstmal wieder draußen. Ich bin zurück auf der Oberfläche. Was hat die Stimme gesagt? Licht? Dunkelheit? Unsere letzte Hoffnung? Was hat sie wohl damit gemeint? Gut, aber wir müssen noch einmal, oder wir sollten noch einmal in die Höhle zurück. In die Altarhöhle, jetzt wissen wir auch, wie sie heißt. Ja, doofe Goblins. So, wir sind im Angriffsvorteil, das heißt, dass wir auch starten, garantiert die Runde. Das ist mal ein ganz netter Bonus dann. Gibt auch Hinterhalt, dann greifen die Monster zuerst an. So. Berufsstufe steigt wie wild hier. So. Ja, doch. Ja, ganz gut, dass es jetzt passiert. Hinterhalt. Jetzt greifen die Goblins zuerst an. Die machen auch gar keinen Schaden mehr, so mächtig sind wir.
Weiter geht's. Denn hier finden wir gleich zwei formschöne Truhen. Oder sogar vier, glaube ich, genau. Ein Langschwert können wir gut gebrauchen, denn und alle unsere Startcharaktere sind ja, oder Startberufe der Charaktere sind ja Freiberufler. Von daher können wir die Waffen alle gebrauchen, weil Freiberufler können auch, glaube ich, so gut wie alle Waffen benutzen. Also Hieb- oder Stichwaffen oder Keulen oder Bögen und so weiter. Das ist zum Anfang ganz praktisch. Die Irrlichter machen ein bisschen Schaden, aber das macht uns nichts aus. Ja, Berufsstufe hin, Berufsstufe her. Gut. Ein Bronzearmschutz auch gleich ausrüsten. Steigert auch unsere Abwehr. Na, zack, auf 4 gestiegen. So, weiter. Hier ist, glaube ich, auch noch... Ja, ein Schlafzauber, den können wir eigentlich auch mal ausrüsten, weil wie gesagt, wir können auch die geringen oder die niederen Stufen von Schwarz- und Weißmagie lernen. Hier auf Lernen gehen, Schlaf ist ein Stufe 1 Schwarzmagie-Zauber. So. Hier waren ja auch noch Truhen. Ein Langschwert, sehr gut. Und Bronzekrall, die brauchen wir noch nicht, erst für den nächsten Charakter. Ich glaube sogar erst, wenn wir den nächsten Beruf gewählt haben oder wählen können. So, in das Loch, da wollte ich eben nicht rein, weil dann geraten wir wieder zurück in den Dungeon von eben. So, wir sind jetzt in der Außenwelt. Die Außenwelt, übrigens, man sieht's hier, ist der einzige Ort, wo man wirklich speichern kann. Immer innerhalb der Dungeons geht dies leider nicht. Ist ein bisschen blöd, aber naja, lässt sich halt nicht ändern. Gut, gehen wir mal in das Dorf hier rein. Das Dorf Ur, unser Heimatdorf. Die Ältesten warten auf dich. Ja, danke, das ist sehr nett. Hallo, Lune, die anderen sind am Ende des Dorfes. Was wohl der ganze Lärm bedeutet? Ja, das werden wir gleich sehen. Königin Sassones Schloss liegt westlich von hier. Er herrscht über die von den Parmeni-Bergen eingeschlossenen Lande und über dieses Dorf. Okay, der wird später auch nochmal wichtig, der gute Mann. Oh, was haben Sie noch zu sagen, guter Herr? Ich habe gehört, dass das Dorf Kasus mit einem Fluch belegt wurde. Dorthin will ich ganz bestimmt nicht gehen. Ja, das ist wichtig. Das teilt uns schon unsere nächste Etappe auf unserer Reise mit. Hier sind übrigens auch nochmal Becken, an denen man sich heilen kann. LP und MP. Und das rechte Becken, wenn tatsächlich ein Mitglied unserer Party mal sterben sollte. Jetzt passiert nichts, weil ja Lunette quick lebendig ist. Ich spüre, was dir widerfahren ist. Nun musst du den Rat des ältesten Topapa befolgen. Der gute Topapa ist hier. Du bist gekommen, Lunet. So bist du also der Auserwählte. Komischerweise weiß er, dass wir der Auserwählte sind. Ja gut, der andere hat gesagt, er spürt es, aber wir haben ihn jetzt noch gar nicht berichtet mit dem Kristall und so. Ja, er weiß es halt. Gut, naja, Fantasy und so. Du musst verstehen, dass deine Begegnung mit dem Kristall kein schierer Zufall war. Es war vielmehr der Wille des Kristalls. Du wurdest auserwählt. Auserwählt? Wofür? Ich verstehe nicht. Vor langer, langer Zeit überreichte mir ein Reisender ein neugeborenes Kind. Sein Gesicht war schwarz von Ruß und seine Kleidung nur verbrannte Fetzen. Und das Kind in seinen Armen, das warst du. Schon als Neugeborenes warst du vom Kristall auserwählt. Nun musst du dich auf deine Reise begeben. Nimm deine Kraft, das Licht, das du in deinem Herzen trägst, und benutze sie weise. Okay, wir wissen Bescheid. Welt retten und so. Danke. Der Tag ist gekommen. Werde mich sehr um dich sorgen, mein Kind. Sei bitte vorsichtig. Wenn du Probleme mit der Steuerung hast, sieh dir die Steuerungstipps an. Du öffnest sie, indem du Config 2 und Config auswählst. Die Tipps werden dir auf deiner Reise sicher helfen. Und vergiss nicht, deinen Fortschritt regelmäßig zu speichern. Das ist tatsächlich ein wichtiger Hinweis hier. Das sollte man echt nicht vergessen. Lunet, du musst deiner Mutter Nina stets mit Güte und Respekt begegnen. Du wirst bereits wissen, dass sie nicht deine leibliche Mutter ist. Doch hat sie dich immer behandelt wie einen eigenen Sohn. Ja, wir haben ja eben mit ihr gesprochen, hier mit der Dame. Gut. Hier können wir jetzt raus. Wir wissen ja jetzt, was wir zu tun haben. Hier ein Inn. Das ist ja ein Hotel. Da werde ich gleich mal kaufen. 4 Augentropfen. Die heben blind auf, wie ihr hier unten seht, wie dort unten steht.
hier Antidot gegen Gift. Ich hörte, dass du auf Reisen gehst. Doch zuerst solltest du dich ausruhen. Du darfst hier jederzeit übernachten. Ja, hier ist es sogar umsonst. Haben wir mit denen hier geredet. Blödes Erdbeben. Ich kann nicht zurück nach Kanaan, weil ein riesiger Felsen den Eingang in das Nelftal versperrt. Ja, das werden wir später noch mitkriegen alles. Hey, würdest du mein Lied auf dem Klavier spielen? Gleich. Den Barkeeper kann man nicht anreden? Nee, okay. Wenn du auf eine gefährliche Reise gehst, musst du dran denken, Antidot und Augentropfen mitzunehmen. Haben wir gerade. Oh, meine Hübsche. Oh, hallo Lunet. Lass mich für dich tanzen. Ja. Und sie tanzt. Wahrlich schön. Graziös und anmutig. Gut. Sagt auch nichts zu. Noch etwas Klavier gespielt, wollte die Dame ja. Wie war ich? Ja, war wohl nicht so doll. Ich weiß nicht, was das mit diesen Tänzerinnen und den Klavieren hier auf sich hat. Die kommen eigentlich nicht in jedem Dorf, aber in einigen Dörfern vor. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich da was verpasst, aber es hat jetzt keinen besonderen Effekt. Hier ist nichts, glaube ich, oder? Nee, okay. Lasst mich euch etwas über euren derzeitigen Beruf erzählen. Freiberufler können zwar schwache Zaubersprüche anwenden, doch sind ihre Basisattribute ziemlich niedrig. Genau, das hatte ich ja schon seit etwa erzählt. Er pennt eine Runde. Gut, hier können wir, wie gesagt, umsonst übernachten, aber das brauchen wir, glaube ich, im Moment noch nicht. So, die Dörfer sind doch alle nicht sehr groß. Sind das nicht deine Freunde, die am anderen Ende des Dorfes so einen Krawall machen? Sag ihnen, dass sie gefälligst aufhören sollen. Ja, mache ich gleich. Ich tauche hier bloß noch ein paar Zauber ein. Poisoner hebt Gift auf. Einer reicht. Den werde ich nicht ausrüsten. Da warte ich noch, bis ich einen anderen Charakter zur Verfügung habe. Was ist im Kampf wichtig? Drücke RB, um zu fliehen. Und wenn du nicht deine kompletten Befehle siehst, bewege den Cursor nach oben oder unten, um sie anzuzeigen. Wenn du back drückst, wechselst du zum Autokampf. Haben wir eben kurz gesehen, so habe ich in der Höhle gegrindet. Allerdings wird dabei bloß das vorherige Kommando wiederholt. Sollte es brenzlig werden, drücke nochmals Back, um den Modus wieder zu beenden. Ja, genau. Gut zum Grinden von schwachen Gegnern. So, war hier noch was? Nein. Guter Schmied. Wir kaufen eine Lederrüstung, ein Lederschild. Ja. Ein Lederhut gleich zweimal. Und ein Bronzearmschutz. Jetzt können wir Lunat schon mal weiter ausrüsten. Genau, Lederhut, Langschwert, da, bam, bam, bam. Und eine Lederrüstung. Na, da brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht allzu viel von, weil da werden wir, glaube ich, auch wieder was finden. Ich habe hier nochmal ein paar Waffen eingekauft. Dolch, ja, davon haben wir genug. Einen Stab werde ich nochmal mitnehmen. Die Bögen habe ich eigentlich nie benutzt. War vielleicht auch ein Fehler, aber da kann ich ja immer noch mal drauf zurückkommen. Ach komm, lass uns auch ein Dolch mitnehmen. Kann nicht schaden. So. Nimm die Items in dem Lagerhaus dort vorne mit dir. Sie werden dir auf deiner Reise helfen. Aber nimm dich vor Monstern in Acht. Ja, guter Tipp. Denn hier befindet sich dieses angesprochene Lagerhaus. In Dörfern und Verliesen gibt es Schalter, die verborgene Gänge freilegen. Du musst genau hinschauen, um sie zu entdecken. Sieh dir die Kerze dort an. Wenn du nah genug heranzoomst. Genau, da haben wir die Funktion wieder. Dann wird's funkeln. Dann siehst du es funkeln. Das zeigt dir, dass es dort mehr gibt, als man vermuten mag. Genau. Aber es war nicht nur was an der Kerze zu finden, sondern auch hier. Antidot. Und noch eins. Gut. So, wir interagieren mal mit der Kerze. Und siehe da,
Lunet erschrickt wieder zu Tode. Es öffnet sich wieder eine Geheimwand. Mit 5 Kisten, sehr schön. Augentropfen. Vita ist ein Zauber, ein Heilzauber, der Lebenspunkte wiederherstellt. Ein Dolch. Eine Phönixfeder. Und ein Langschwert. So, und dann können wir jetzt mal noch mal kurz zu den spielenden Kindern gehen, wie uns gesagt wurde. Die sind nämlich hier oben. Ach ja, es gibt keine Geister? Dann geh doch hin und beweis es uns. Ha, das traust du dich wohl nicht, du Angsthase. So, wir haben unseren zweiten Charakter gefunden. Von den 3, die wir finden müssen. Also jetzt noch, das ist der zweite Charakter in unserer Party und 2 müssen wir noch finden. Dieser Waisenjunge wuchs ebenfalls bei Topapa auf und ist der beste Freund von Lunet. Doch statt durch die Wildnis zu streifen, liest er lieber ein Buch und sein großes Wissen macht seine Schüchternheit allemal wieder wett. Der Name lautet Ark, den behalten wir auch bei. Ark, was ist hier los? Das ist Lunet, lass es schnell verschwinden! Tja. Und er läuft von dannen. Hey, wart mal, Ark, renn doch nicht weg! Ich bin kein Angsthase, aber ich muss stärker werden! Ich kann Lunet nicht immer um Hilfe bitten. Nein, ich muss es ihnen alleine heimzahlen. Okay. Also müssen wir jetzt den guten Ark finden. Hier finden wir auch noch was. Ja, nicht du. Hallo Lunet, ich pflücke Blumen. Dich meinte ich nicht, sondern hier liegt auch noch ein Potion versteckt. Gut, ich würde nochmal sagen, da der gute Ark auch als Freiberufler startet, werde ich ihm auch nochmal eine Lederrüstung kaufen. Ach, habe ich jetzt kein Geld für. Ist aber auch nicht schlimm. Machen wir denn beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Lassen uns mal schauen, wo wir den guten Ark beim nächsten Mal finden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Final Fantasy 3. Habe ich ihn schon angesprochen eigentlich? Ach ja, genau. Ne? Dann werden wir auch sehen, was es mit diesem komischen Fluch hier auf sich hat, den der gute Herr hier anspricht. Also, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.